Manchmal sind sie schon anstrengend, aber ohne sie wären die Stars nicht das, was sie sind. Die Rede ist von Fans. Und da gibt es Sonne und Sonne. Die ganz Fanatischen, die schon beim Anblick ihres Idols in Verzückung geraten und die, die eher still und leise jemanden ob seiner sportlichen oder künstlerischen Leistung verehren. Und es gibt Fans, die ihre Stars sogar über politische Grenzen hinweg bewundern. Und so eine Gruppe möchten wir Ihnen jetzt einmal vorstellen. Hallo, ich bin der Thomas und bin 11 Jahre alt. Hallo, ich bin der Georg, ich bin 42 Jahre alt. Hallo, ich bin Andrea Schmidt und seit über 20 Jahren dabei. Was verbindet diese unterschiedlichen Menschen? Wir sind Moviefans! Seine Zeit. Steine sind in Steine zerstreuen. Die Pudis. Zu DDR-Zeiten waren sie das Aushängeschild des sozialistischen Rocks. Anhänger hatten sie auch im Westen. Und einen der größten Fanclubs gab es damals in Paderborn. Und diese Fans haben den Pudis auch nach der Wende die Treue gehalten. Die Pudis sind meiner Ansicht nach eine Band, die eigentlich immer ehrlich das gesagt haben, was sie auch meinten. Und das ist auch heute noch so. Gerade heute, wo sie wirklich frei sagen können, was sie meinen. Es war eigentlich das erste Mal, dass man Rock mit deutschen Texten gehört hat und dann noch anspruchsvolle Texte, wo man sich wiedergefunden hat. Geschichten, die aus dem Leben kommen. Die Pudi-Fans aus Paderborn. Sie treffen sich regelmäßig, tauschen sich aus und fahren zu den Konzerten der Band. Und manchmal bekommen sie auch Besuch. Hallo? Oh, hallo! Oh, hallo. Nur den Hürden hören. Pudis Keyboarder Peter Meyer in Schloss Neuhaus. Die Pudis verstehen sich als Stars zum Anfassen. Und dazu gehören auch regelmäßige Kontakte zu den Fans. Bei uns ist es so, dass die ersten drei Reihen Fans, die ja zu sehr vielen Konzerten kommen, auch so alle Spitznamen haben. Die kriegen sie alle von mir, so Kaffeemühle und Milchkanne und Bube und all so schöne Namen. Und manchmal treffen wir uns auch zum Grill. Im Großen und Ganzen unterscheiden sich Pudis-Fans kaum von den Anhängern anderer Rockstars. Poster, Cappies und T-Shirts gibt es auch hier. Und bisweilen führt das Fansein sogar zum selbstgestrickten Pullover. Ja, bei mir spielen die Pudis auch auf dem Handy. Im Moment sind die Pudis nach längerer Zeit mal wieder auf Tournee. Logisch, dass sich Peter Meyer und die Paderborner beim Konzert in Bielefeld wieder treffen werden. Ja, das ist dann mein erstes Konzert richtig, in einer größeren Halle. Ich kenne keine andere Gruppe, wo vom ersten Ton an eigentlich der Funke so von der Gruppe auf die Zuschauer überspielt. Also ich freue mich darauf, dass ich mal die komplette Pudi-Band sehe. Aber bis dahin müssen die Paderborner erstmal mit einem Pudi klarkommen. Das Konzert an morgen Abend im PC 69. Hier im WDR-Studio ticken die Uhren.